Hallöchen, hallo ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer neuen Folge von Newcomer TV, dieser unglaublichen Sendung, die die klassesten, besten, krassesten Bands aus der Region euch vorstellt. Wir haben im Oktober eine Newcomer TV-Nacht in der Musikhalle Portstraße, die übrigens jetzt Portstraße Jugend und Kultur heißt, aufgezeichnet mit drei fantastischen Bands, und ich möchte euch die erste Band vorstellen. Die Jungs kommen aus Hofheim im Taunus und machen so eine Art Progressive Metal. Und das ist irgendwie so, wenn man diese Musik hört und den Jungs zuguckt, wie sie auf der Bühne mit ihren Instrumenten agieren, wie so Artisten auf dem Hochseil. Also das heißt, das ist alles sehr komplex, die Arrangements sind sehr dicht und es passiert unglaublich viel. Und was die Band auszeichnet, ist, dass sie komplett instrumental unterwegs sind. Das heißt, ohne Gesang, sondern nur die Instrumente und der Fokus auf den Song. Willkommen und einen kleinen Applaus von euch für Delay Approx. Neben mir sitzt der wunderbare Nikolai von Delay Approx. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns hier zu sein. Ich habe euch gesehen, ich weiß gar nicht, im letzten Jahr bei Local Heroes habt ihr die Wände zum Beben gebracht. Ja, das war letztes Jahr um diese Zeit. Also, wie ist es für euch? Ich meine, jetzt alle wissen Bescheid, es kommt der zweite Lockdown. Also das heißt, es wird alles noch ein bisschen trauriger. Ihr seid auf dem Weg eigentlich in die Hall of Fame. Also wirklich, steht in den Startschuhen mit geilem Material. Es juckt uns in den Fingern. Jetzt juckt euch in die Finger, aber ihr dürft nicht. Wie geht das? Wie verändert euch das? Wie beschäftigt euch das? Ja, es macht uns in erster Linie natürlich traurig, wie alle anderen. Die Situation ist schlecht für alle. Und aber es muss weitergehen. Wir nutzen die Zeit und schreiben mehr Songs und nutzen die Zeit, um vielleicht auch mal hier wieder zu spielen, wo wir ja heute sind. Und im Februar haben wir unser letztes Konzert gespielt, das ist also auch schon sehr lange her. Und aber die Zeit ging für uns schnell rum. Unser Bassist, der Simeon, ist ins Ausland gegangen. Ich habe während der Zeit Abitur gemacht, also wir haben es zum Glück. Es war nicht ganz so langweilig für uns. Thank you.
Und habe ich euch zu viel versprochen? Also wirklich großartig, die Jungs. Und vor allen Dingen in diesen dunklen Zeiten, wo die wirklich so gut wie überhaupt keine Möglichkeiten haben, vor Publikum zu spielen, außer dass sie sich unter Auflagen natürlich im Proberaum treffen und da miteinander Musik machen, sind die wirklich so steil gegangen bei diesem Auftritt, den wir für sie organisiert haben. Und so ist es auch mit der nächsten Band. Also die habe ich kennengelernt vor vielen, vielen Jahren auf der Radio X-Bühne Museumsuferfest. Wir hatten sie auch schon mal vor vielen Jahren bei einer Newcomer-TV-Nacht. Aber wie das so ist, die Bands entwickeln sich, sie arbeiten an ihrem Songmaterial, sie verbessern sich. Und als ich die Band, die ich euch jetzt vorstellen möchte, die so eine Art New Prog Sound machen und die aus Frankfurt kommen, beim Soundcheck gesehen habe und wie die zusammen singen, ja, dieser dreistimmige Gesang und überhaupt der Sänger und wie das alles abgeht und diese wunderbaren, diese leichte Melancholie in ihren Songs, da habe ich gewusst, genau das ist jetzt die richtige Band für euch in diesen dunklen Tagen. Willkommen und ein kleiner Applaus von euch für C309. Bin total glücklich, mit dem fantastischen Sebastian zu reden. Hallo Sebastian! Hallo Seppel! Von C... Yo, wuhu! Ja, da sind sie auch schon. Von C309, einer super geilen, fantastischen, ja, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen so Progressive Rock Band. Genau. Kann man sagen? Ja, ja. Wir haben uns das Label New Prog gegeben, weil ich glaube, das fängt so am besten ein. Wir haben ja, New heißt im Einflüsse. Prinzip, ihr seid dann auch stilistisch so ein bisschen freier. Ja, ja, genau. Und vor allem, es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also ja, auf wir jeden bleiben Fall. Nicht in einer Schiene hängen, sondern es geht immer weiter. Was mir bei euch super gut aufgefallen ist, also erstmal euer Songwriting hat sich total verändert und ich liebe eure Songs, die ich jetzt gehört habe, also die neuen Sachen, beziehungsweise auch überarbeitete alten Sachen. Das heißt, ihr habt ja immer noch alles so... ja, überarbeitet manchmal auch alte Sachen, um sie neu raus, im neuen Gewand rauszubringen. Tatsächlich arbeiten wir auch in den alten Songs, das mag unser Bassist überhaupt nicht. Der mag das gerne, wenn es fertig ist. Ja, ja, natürlich. Aber ich verstehe das. Man muss loslassen können. Ja, ja. Ja. Nee, aber genau, also unsere Songs, ich glaube, sind auch ein bisschen straighter geworden jetzt mit der Zeit. Also unser erstes Album, das wir vor 3 Jahren rausgebracht haben, war schon sehr divers
im Sound auch und im Songwriting, und ich glaube, jetzt so langsam haben wir ein bisschen unsere Linie gefunden, und die Songs sind zwar immer noch 5 bis 6 Minuten lang. Episch und ein bisschen symphonisch auch. Symphonisch, also ich finde so eine klassische Anleitung. Orchesterspieler hier, ja, auf der linken Seite. Ja, natürlich, großartig. Und habe ich euch zu viel versprochen? Ich meine, ich habe hier gesessen und mir den Auftritt nochmal angeguckt von C309, und es ist einfach eine so schöne Musik, eine so toll arrangierte Musik. Und ja, gerade jetzt so, wo das Laub fällt, ich gucke hier aus dem Fenster und es ist diese herbstliche, kurz vor Winterstimmung. Und ja, und dann diese Musik zu hören, das tut einfach wohl, und das stärkt die Seele in den heutigen Zeiten. Und die nächste Band vor allen Dingen, die dreht komplett am Rad. Ja, also wirklich die, so eine Art Glamrock, Sleaze Rock, Metal aus Frankfurt. Und sie haben ein absolut gewagtes Outfit und sind so am Rad gedreht bei dieser Newcomer TV-Nacht im Oktober, dass wir sie kaum auf der Bühne halten konnten und kaum die Kamera in der Lage war, die Musik und die Performance der Jungs einzufangen, weil die sich so wild bewegt haben. Aber absolut geil auf den Punkt. Wunderschön, diese Musik mal wieder in der Form zu hören. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus von euch für All In. Nobody looks so fine.
Ist All In da und für All In der wunderbare Sven. Hi Sven. Du nimmst das Mikrofon und drehst rein, weil sonst versteht dich die Welt nicht. Ja, eins, zwei, drei, jawohl, man hört mich. Check one, two. Sven, wie geht's dir? Wie geht's euch zu Zeiten von Corona? Was bedeutet das für euch, wenn ihr nicht mehr vor euren heiß geliebten Fans spielen könnt? Naja, es ist ziemlich schwierig. Ne? Wir haben jetzt hier unsere Tour geplant am Anfang des Jahres. Der Kickstart war in Hamburg, da wo die Beatles zum ersten Mal gespielt haben. Im gleichen Laden? Genau, es heißt jetzt Indra Club 64. Ah. Damals hieß es Star Club. Da haben wir unser Kickoff gehabt dieses Jahr. Geil. Und ein paar Wochen später kam das Virus. Dieses Virus da. Genau, und seitdem campen wir schon sehr. Aber halt, man muss immer das Positive daraus ziehen. Und wir haben sehr viel Zeit investiert in Songwriting, Spaß haben. Wir haben zwei neue Gitarristen. Ihr werdet es auch heute sehen, der Francesco und der Dennis. Ihr habt da ein heißes Casting gemacht. Fuck yeah. Wie kann man sich das vorstellen, ein Casting bei All In? Sitzt ihr der Rest der Band da und guckt sich, wie die zwei Neuen sich abzappeln oder die ganzen Bewerber und Bewerberinnen? Oder wie sieht das aus, ein Casting bei All In? Ja genau, Dieter Bohlen hatte keinen Bock gehabt. Spaß. Das ist nicht wie bei DSDS. Wir haben, glaube ich, irgendwie 12 oder 15 Leute eingeladen und die wirklich unter die Lupe genommen. Und die Besseren haben wir zum zweiten Mal eingeladen und dann halt wirklich die rausgezogen, die für uns einen gewissen Mehrwert bringen und die ein bisschen mehr Bock haben als wir. Every time.
Das war eine Sendung, du. Also irgendwie all in jetzt. Ich meine, ich habe mir auch so eine glitzernde Perücke aufgesetzt und ich hatte mir den, also ich habe da so ein geheimes Nietendress, was ich manchmal anziehe im Badezimmer und so, wenn ich geduscht habe. Das hatte ich jetzt auch gerade an mit so ein bisschen Latex und so und dann dazu getanzt zu der Musik von All In. Das war echt großes Kino. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Sendung Newcomer TV. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich denke, die nächsten Shows werden im Februar, spätestens im März losgehen. Natürlich auch wieder online erstmal, weil ich meine, der Virus trotz Impfung und was auch immer, was da alles auf uns zukommt, wird uns noch lange begleiten. Und insofern gehe ich davon aus, dass Konzerte mit Publikum erstmal vielleicht erst im Sommer wieder stattfinden werden. Ich finde es ganz schade, aber ich wünsche euch viel Kraft und vor allen Dingen bleibt gesund. Wir sind bei euch und werden euch immer mit ganz toller Musik versorgen und vor allen Dingen mit diesen wunderbaren Kamerabildern, dieses leichte Wiegen der Kamera, das macht der Jochen großartig. Also vielen Dank an Jochen für sein Team, für Newcomer TV und für die Action, die er macht für die regionale Musikszene und natürlich an die Crew von Virus Musikradio. Bleibt gesund, euer Seppel von Newcomer TV und Virus Musikradio. Tschüss.